Folge 216 von Simotrans. Wir haben hier oben unseren Zug stehen, der irgendwo darauf wartet, dass er weiterfahren kann. Den müssen wir ja noch anpassen. So nach Hause, Papierfabrik, irgendwas ist da voll, okay. Da steckt jemand fest, das machen wir mal gleich weg. Okay, der ist blockiert. Lass mal die Karte drehen, damit wir sehen, wer dahinter so steht. Da. Da stehen nämlich schon weitere, der Bus auch. Also der ist wohl blockiert. Jetzt müssen wir gucken, der will bestimmt hier rein und kann nicht, weil dieses Schild da steht. Dann lass uns mal die Linie aufrufen und gerade reinschauen. Ja, der ist natürlich der gleiche wie da. Das heißt, wir machen mal den dahin und löschen den da drüber raus. Dann sollte das vielleicht auch besser funktionieren. Da ist nur ein LKW drauf. Jetzt ist die Frage, was mit dem anderen hier ist. Hat der auch nur ein LKW? Bestimmt auch nur ein LKW, ne? Auf dieser Linie, oder? Ja, das ist auch nur einer. Alles ist gut dann. Dann sollte das zumindest funktionieren. Warte mal, das machen wir zu, das machen wir zu, den machen wir zu. Aber den anderen hier, den müssen wir nochmal den Fahrplan gerade aufrufen. Fahr mal bitte einmal kurz weg. Und dann darfst du da wieder hinfahren und fährst du nämlich auch in die passende Box rein. So. Siehst du, geht doch. So, was macht er hier? Also unsere Karte mal richtig drehen. Er hat nicht geladen und fährt damit zum Depot, damit wir den entladen können. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich drehen muss, damit das... Das ist, glaube ich, die richtige Ansicht. Ne? Jetzt kommt gleich das Depot da oben. Ja, genau, so ist unsere Ansicht. Also er steckt schon mal nicht mehr fest, das hat sich erledigt. Und er muss jetzt ins Depot und dass wir dann da zwei, glaube ich, von den Waggons wegmachen, damit der von der Länge passend ist. Weil der war ja zu lang. Ne? Das ist 5er halt, brauchen wir. So, und dann danach auch gleich wieder starten. Und wenn wir schon hier sind, machen wir natürlich den zweiten Zug auch, den wir gesagt haben. Waggons sind da. Und wo sind die Waggons? Diese waren's. So, 6. Und der nächste reicht nicht, der ist jetzt hier rot, dann wird es bedeuten, dass der eine Haltlänge mehr braucht. Ach so. Gerste, Mühle, Getreide, ich hoffe, das ist das Richtige. Das kann zu. Und starten den mal. Und jetzt müssen wir schnell den anderen Zug noch haben. Ah, Gerste, Mühle, Getreide passt. Wunderbar. Okay, hier ist noch so ein Stück eingleisig. Vielleicht sollten wir das mal gerade bearbeiten, dass das auch zweigleisig ist. Das ist ja auch so ein Nadelöhr, was wir vielleicht noch abändern können, ne? So, dann müssen wir hier ein bisschen Terraforming machen. Ich glaube, einer muss noch, dann geht's, oder? Wenn ich jetzt so mache, fahren die dann nebeneinander her? Ich glaube schon, oder? So, Dingens, Strom, wo ist denn Strom? Ist das Strom? Oberleitung, 210 km/h, passt. Weiß gar nicht, ob sowas dann auch so verbunden ist, sieht aber so aus. So, damit haben wir das dann da auch zweigleisig durchgeführt. Da steht einer und da kommt schon der erste von den beiden. Ah. Knapp daneben ist auch vorbei, oder wie ist das? So, da ist er und der zweite. Ist der schon hier durch? Nee, der ist noch gar nicht aus dem Depot raus, oder wie sehe ich das? Ja, der wartet noch auf eine Strecke, auf freie Strecke. Also das ist ja auch irgendwas komisch, ne? Ah, da wir das jetzt hier gebaut haben, können wir aber da definitiv noch ein Signal vielleicht setzen. Und da auch. Dann sieht es doch schon besser aus, oder? Also hier mit dem Depot ist auch doof, dass das da ist, ne?
Vielleicht sollte man das mal umsetzen. Ja, weiß ich auch nicht. Der dauert nämlich jetzt ewig, bis der da rauskommt, ne? Sind insgesamt schon zu viele Züge auf dieser Strecke, dass es so schlecht klappt. Aber hier ist alles frei. Ich verstehe nicht, warum die da unten so lange halten hier. Ach, er hat auch ein Problem hier mit der Länge. Da können wir dann noch den Bahnsteig auch noch verlängern. Wo sind wir hier? Da ist Bahnsteig, Bahnsteig. Der müsste es sein. Dann können wir da einen länger machen. Dann klappt das vielleicht auch mit den Zügen da. Allerdings, wenn der doch da gerade zu lang war, ne? Dann ist der Zug doch insgesamt auch zu lang. Dann hängt der doch woanders auch noch über, oder? Dann ist der doch hier auch am Überhängen. Ja, sehen wir ja gleich. Der fragt da durch, ist aber, der könnte auch elektrifiziert werden, ne? Und der auch. Ist ja auch eine Diesellok, oder? So, ist der lang genug oder vertue ich mich da jetzt? Ne, der ist lang genug dafür. Okay, er ist schon dahinter, der elektrische. Und der zweite ist jetzt auch hier. Na, jetzt fährt er zwar in der richtigen, in der falschen Richtung, aber jetzt soll das auch egal sein, ne? So, den können wir schließen. Jetzt nehmen wir den mal gerade noch an hier. Oh. So, jetzt habe ich den zweiten auch. Ne. Jetzt habe ich den zweiten auch. So, die nehmen beide natürlich in der Richtung nichts mit. Palettenstück gut, 62 landschaftliche Güter. Okay, der fährt. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. So, weg. So, und die bringen jetzt die ganzen Paletten darüber. Ach so, wir haben überhaupt noch nicht geklärt, wie das weitergeht, oder? Ah, da kommt aber gerade ein LKW rein. Dann ist der wahrscheinlich dafür zuständig, hier irgendwas wegzutransportieren. Und der fährt ja gerade sogar weg. Der hat Südfrüchte geladen. Was liegt denn hier überhaupt? Okay. Eier, Mehl, Südfrüchte, Südfrüchte und Zucker gibt's da auch. Und der da hat gerade was abgeholt. Auch Paletten. Getreidemarkt sind sie alle. Wie viele sind denn da auf der Linie? Vierer. Einer ist nicht geladen. Südfrüchte, Eier, Mehl. Die beiden sind auf dem Weg. Habe ich den jetzt schon? Glaube ja, ne? Ja. Ja, der vierte LKW fehlt da im Prinzip noch, aber wahrscheinlich ist das der, der dann fehlt, ne? Ja. Die vier bringen dann die Sachen weiter zum Markt. Und der Markt ist hier. Und hier liegt 48 Paletten Eier, die zur Klosterbrauerei müssen. Okay, da, nee, 484 Paletten Eier, okay. Das bedeutet, der Weg ist auch gegeben. Aber hier sehe ich gerade, ist noch so eine ganze Kirche. Ist die überhaupt abgedeckt? Wahrscheinlich nicht, ne? Die ist ganz neu hier, oder? Gut, haben wir auch erstmal. Er hat jetzt geladen, Zucker, Südfrüchte und Eier. Das ist doch schon mal cool. Er hat hier Zucker und Eier, ne, Südfrüchte und Eier, der hatte Mehl dabei. Ich glaube, unser Zucker, der kommt dann auch in die Richtung, ne? Ist nur die Frage, ob das sinnig ist, dass der Zucker hier bis hierhin mit Zug kommt. Und dann wird er weiter transportiert mit LKW. Die Kapazitäten sind doch gar nicht so groß, oder? Da liegt doch hier schon richtig viel. Die Eier sind jetzt noch nicht mal das Problem. Die gehen schnell weg. Obwohl die Masse hier ja noch gar nicht das Problem ist. Aber die wird es werden, weil wir jetzt einen zweiten Zug da drauf haben hier unten. Ne? Müssen wir mal gucken. Aber wer nimmt das nach da oben, von da oben mit? Ja, der die Backbahn hier anliefert, der bringt das auch zurück, ne? Wo fährt der hin? Marktmühle. Welche Mühle ist denn das?
Ne, Getreidehof, Markt, Marktmühle. Wo fährt denn? Ach so, zu der Mühle ist der gefahren, alles klar. Und über den Platz? Oder wie sehe ich das? Oh oh. Ja, ich habe jetzt den aber ausgewählt, ne? Und der ist gerade mit Eier voll. Wie kommt denn der bitte schön da an die Eier? Der fährt jetzt die Eier? Ach, das ist jetzt... Da sind die Eier von oben zum Markt, alles klar. Und einmal über. Nee, das verstehe ich jetzt noch nicht, wo die herkommen. Muss man das verstehen? Das ist eine gute Frage, ne? Marktmühle, Marktmühle, Getreidemarkt. Ja, der liefert jetzt hier die erste Tour da ab.627 Paletten sind da jetzt. Und das werden jetzt nicht nur 600, sondern 800, weil zwei Züge da gerade angekommen sind. Jetzt ist die Frage, wie die LKWs das wegschaffen, ne? Also die fahren die Tour da jetzt hin und sind dann voll. Die können wir auch definitiv wegmachen. So, er hat nichts. Er hat Eier und Zucker. Und er hat Südfrüchte und Zucker. Also es wird alles schon bedient. Marktmühle. Der hat Eier. Über Radolfzell Nord. Der liefert da jetzt ab. Und wer fährt dann weiter? Und wo geht der Zucker hin, ist die nächste Frage. Der hat ja Zucker mit. Geht der Zucker auch hier rüber? Der hat Eier. Der hat Eier. Der hat Eier. Der hat auch Eier. Okay. Jetzt die Frage, wann die nächsten kommen. Das wird nicht unter 600 sinken, nie im Leben. Glaube ich nicht, obwohl die Strecke natürlich kürzer ist, zum Markt zu fahren. Wo ist er jetzt? Fährt gerade da los. Das sind Eier und Südfrüchte, die da gerade ankommen. Er ist leer. Ja, der nächste mit Eier, mit Zucker ist der hier jetzt. Warte, der ist jetzt gerade am Markt. Dann können wir mal gucken, was hier zwischengelagert ist. Hier liegen jetzt die 27 Paletten Zucker. Wer nimmt die mit, ist die Frage. Da kommt jetzt gerade ein LKW rein. Und der nimmt auch das mit. Muss ich den nur erwischen, wenn er wegfährt, ne? Das ist Marktmühle. Der nimmt den Zucker mit. Das heißt, wir wissen, wo der Zucker hingeht. Ah. Das ist hier. Hier sind jetzt nur die Eier. Das brauchen wir gerade nicht. Das kann auch zu, wenn ich dann treffen würde. Das kann zu. Das kann zu. Und das kann zu. Hier ist natürlich ein Bahnsteig. Ist die Frage, gibt es auch einen Güterzug, der da lang fährt? Da gibt es auch einen Güterzug, der da lang fährt. Was bringt der? Eier und Backwaren. Und der nimmt die Eier mit dann zurück. Alles klar, das ist dann innerorts mit dem LKW geregelt, wenn der jetzt gleich die Eier mitnimmt. Die bringen nur die Eier darüber, ne? Ah, jetzt hat der angeliefert.
Hat aber die 51 Eier auf dem Wagen. Oder auf dem Zug. Okay, dann ist es sichergestellt, dass es da oben auch hinfährt, ne? Der müsste auch den Zucker dann mitnehmen. Der Zucker ist jetzt aber noch gar nicht hier angekommen, oder? Der ist angekommen, ist nur die Frage, ob er mitgenommen wird. Aber der Zucker muss ja genau an die gleiche Stelle, oder? Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir schnell laufen lassen, bis der wieder zurück ist. Der kommt jetzt und müsste dann neben den Eiern auch noch die Zuckertüten mitnehmen. Ja, da ist der Zucker drauf, dann passt's. Ist ja auch schon mit 108 ziemlich gut beladen. Okay, das kriegen wir hin, denke ich mal. Dann läuft das soweit. Dann ist da oben das erledigt. Läuft, würde ich sagen. Der Weg ist da. Und, was ist das für ein Ding hier? Öffentliches Eigentum, Touristenattraktion, okay. Müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen dann. Ich glaube, wir haben die Kette mit den Backwaren und dem Zucker. Der Zucker ist dann auf dem richtigen Weg. Ja, dann müssen wir gucken, welche Industrie wir als nächstes wieder in Angriff nehmen, ne? Oder vielleicht gucken wir auch einmal hier, wie wir sehen, in die Städtchen rein mit, nee, das war falsch, das wollte ich. Was hier abgedeckt ist und nicht. Das können wir noch schnell machen gerade. Hier ist alles abgedeckt. Adolfzell. Oh, ist tatsächlich auch alles abgedeckt, oder wie sehe ich das? Ja, ich dachte, diese Kirche wäre jetzt nicht abgedeckt, aber die ist tatsächlich auch abgedeckt. Döbeln. Sich da zwar vergrößert, aber ist abgedeckt. Hier Floto. Ah, Floto braucht hier eine Haltestelle. Und hier eine Haltestelle. Und Waldeck. Braucht da oben eine Haltestelle. Dann gehen wir nach Sonderhausen. Sonderhausen ist, glaube ich, das ist abgedeckt. Hier unten braucht Sonderhausen eine Haltestelle. Okay, und dann gucken wir noch mal Lauterane. Lauter hat hier Straßen nur gebaut. Aber hier ist noch was offen. Das ist nicht abgedeckt, dieses öffentliche Eigentum. Das heißt, da muss auch noch eine Haltestelle hin. Und dann haben wir oben noch Riedenburg. Aber Riedenburg ist nicht außer Rand und Band. Ne, ist alles in grünen Tüchern bei Riedenburg. Hadexen und Altenau. Hadexen hat hier eine Straße zwar gebaut, aber ist nichts mit abzudecken. Hier ist alles gut. Ich glaube, diese Kirche, die ist nicht 100% abgedeckt. Ja, da fehlt es noch. Das heißt, da können wir auch was ausbauen. Und hier ist abgedeckt. Und hier oben auch alles okay. Dann haben wir alles soweit geprüft. Hier waren wir ja schon einmal angefangen, ne? Gut, das bedeutet, wir machen nächste Runde mal eine Runde. Ah, guck mal da. Ich glaube, letztes Mal, vorhin war das noch nicht, wo wir angefangen haben, aber jetzt ist es da. Machen wir nächste Runde einmal Städte ausbauen ein bisschen und dann gehen wir wieder zu der Industrie zurück, um die weiteren Wege da zu machen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt rein, was ihr so davon haltet und so weiter und so fort. Und gerne dieses Video auch auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.